Große Teile Westkasachstans sind Steppe. Weil ich nicht durch Usbekistan fahren konnte, war ein längerer Umweg nach Aktau notwendig, sodass es schließlich 3500 Kilometer wurden. Taraz war die erste kasachische Stadt hinter der kirgisischen Grenze. Auch hier wieder prächtige Stadttore. Auf dem Weg weiter nach Schimkent liegt Aisha Bibi, ein Mausoleum aus dem 12. Jahrhundert für ein junges Mädchen, das auf dem Weg zu ihrem zukünftigen Mann von einer Schlange gebissen wurde und starb. Rush Hour in Schimkent. Wer nachgibt, verliert. In Türkistan steht das prachtvolle Mausoleum von Hodja Ahmed Yazavi aus dem 14. Jahrhundert. Leider durfte man drin nicht fotografieren. Ich komme wieder auf die Fernstraße weiter nach Küsilorda, die übrigens seit Schimkent auch die Bezeichnung E38 trägt. Komisch, eine Europastraße in Zentralasien. Bis Aktöbe, fast an der Grenze zu Russland, muss ich noch. Von dort dann wieder südlich nach Aktau. Aber erstmal hunderte Kilometer durch die Steppe. Auf Baikonur hatte ich mich gefreut, aber leider darf man ohne Sondergenehmigung aus Astana für viel Geld weder in die Stadt noch auf das daneben liegende Gelände des Raumbahnhofs. Also blieb nur ein Blick von außen. Aber wirklich, da geht doch noch was. Einzige Abwechslung, ab und zu Kamele oder mal ein Gewitter in der Ferne. Bei der Herberge nahe dem Ort Aral habe ich mich verschätzt. Es war voll und als man mir den Raum zeigte, dachte ich noch, oh prima, schlafe ich im Wohnzimmer. Bis ich all die anderen Betten des Schlafsaals sah, die um 22 Uhr auch alle belegt waren. Wie viele andere ist auch dieser Fluss im Sommer weg. Wenn das mal gut geht bei dem ersten Wagen. Die ausrangierten deutschen Zapfsäulen tun in Kasachstan noch gute Dienste.
Die Preise sind natürlich nicht mehr in Euro, sondern in Tenge. Endlich in Aktöbe. Das Lokal im Hotel war auf Sowjetzeit gestylt. Aber auch wenn Lenin mir auf den Teller schaute, es hat geschmeckt. Ach ja, und Stalin grüßte auch noch aus einer Ecke. Die Straße von Aktöbe Richtung Aktau war zuerst noch passabel, aber das änderte sich bald, so dass ich auch die Tracks neben der Straße benutzte. Dabei habe ich den Straßenverlauf im Auge behalten und immer mal wieder geschaut, ob die Straße besser werden würde. Leider war eher das Gegenteil der Fall. Mir war klar, dass ich das Tagesziel Kulsari nicht vor Einbruch der Dunkelheit erreichen würde. Also wieder runter von der Straße, die man links im Bild sieht, rauf auf die Tracks und hoffen, dass ich so weit wie möglich komme. Die Straße weiter im Dunkeln zu fahren war keine Option und die Tracks dann eben auch nicht, weil ich dann den Straßenverlauf nicht mehr erkennen konnte. Also anhalten und im Auto schlafen. In the middle of nowhere. Dies war das zweite Mal auf der Reise, nach dem Get Lost in der Mongolei, dass mir etwas unwohl wurde. Diese Strecke bin ich gefahren. Aber mit nur etwa 400 Kilometer Umweg wäre ich auf einer bestens ausgebauten Straße gelandet. Egal, irgendwann war die Nacht vorbei und Kulsari auf den Tracks schnell erreicht. Erstmal Frühstück und Kaffee. Auf weitere Kamele auf der Straße konnte ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Aktau wartete. In dieser Ecke liegt auch der tiefste Punkt Kasachstans, 138 Meter unter Meereslevel. Meine Kollegen, die den GPS-Tracker beobachteten, fragten erstaunt, ob ich in ein U-Boot umgestiegen sei. Aktau, die kasachische Hafenstadt am Kaspischen Meer. Es gibt hier keine Straßennamen, die Stadt ist aufgeteilt in Mikrodistrikte und dort hat jedes Haus nur eine Nummer.
Dementsprechend schwierig gestaltete sich auch die Suche nach dem Fährbüro. Als ich es endlich gefunden hatte, hieß es noch warten. Es gab zu wenig Autos für den Fährtransport. Wir konnten uns nur zwischen Russisch und Englisch mit Hilfe einer Übersetzungssoftware verständigen. Nach ein paar Tagen gab es aber genug Fracht und Autos und ich bekam ein Ticket. Das musste ich auch gleich in Aktau bar bezahlen. Den Autotransport hingegen sollte ich erst in Aserbaidschan in Baku bezahlen. Steueroptimierung. Egal, ich konnte am Nachmittag zum Hafen fahren und mich dort erstmal umsehen. Aktau liegt übrigens schon in Europa, geografisch. Wenn man sich die Landkarte anschaut und den Verlauf des Ural, der in das Kaspische Meer mündet, dann ist Aktau schon auf der europäischen Seite. Natürlich begann die Einschiffung nicht wie angekündigt abends um 8, sondern erst nachts um 2. Aber wir waren endlich auf dem Boot. Am nächsten Morgen legten wir ab. Ciao, Central Asia. Aber bis zur Ankunft in Aserbaidschan dauerte es 3 Tage, weil die Mercury 1 gleich wieder vor der Küste ankerte. Es war Sturm angesagt und 16 Jahre zuvor war das Schwesterschiff Mercury 2 mit 51 Passagieren untergegangen. Kilometermäßig hatte ich auf meiner Fahrt von Australien nach Deutschland mehr als die Hälfte geschafft.